Yo, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch den aktuellen Bestellschein für Aldi Süd vor, das Feuerwerk für 2016. Die meisten werden den Bestellschein schon gesehen haben, aber ich werde einfach mal meine Meinung dazu abgeben und ein bisschen diese Spekulation, welche Batterie welche sein könnte, mal ein bisschen aufdecken und versuchen, zu gucken, welche sein könnte. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Und habe ein bisschen recherchiert und einiges über die Artikel rausgefunden. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir den Bestellschein hier auf zweimal so Papier drucken lassen, weil ich finde, da kommt so ein bisschen Prospekt-Feeling auf. Aber naja, gucken wir einfach mal an, was es so gibt. So, wir haben hier als erstes die King and Queen, das sind zwei Batterien für 29,99 mit 36 Schuss jeweils. Also über diese Batterie oder über dieses Set konnte ich nichts finden. Ich habe recherchiert und geguckt, es ist absolut nichts bekannt. Es bedeutet wahrscheinlich, dass es eine neue Batterie oder zwei neue Batterien sein werden oder vielleicht eine Exklusivbatterie oder ein extra Set für Aldi sein könnte. Das weiß man leider noch nicht. Also darüber konnte ich absolut nichts finden. So, dann haben wir hier das Swords of Fire für 22,99 mit 62 Schuss. Das ist das gleiche wie bei der King and Queen. Konnte ich absolut nichts über diese Batterie finden, rein gar nichts. Müsste wahrscheinlich was Neues sein, aber es ist nichts darüber, also man weiß absolut gar nichts. In der Feuerwerk-Datenbank ist nichts darüber geschrieben und so im Feuerwerksforum und auf anderen Seiten konnte man nichts darüber rauslesen. So, anders ist es bei der Magical Sky für 9,99 mit 200 Schuss. Das sind zwei Batterien und zwar handelt es sich hierbei um das Las Vegas Set, was es bei Aldi Süd schon ewig gibt. Das sind zwei Batterien und die kriegt ihr für 9,99. Also das Magical Sky ist das ehemalige Las Vegas. Also zwei Batterien. Dann haben wir vier Vulkane. Die Magma Monster jeweils für 9,99 sind Schweizer Vulkane, die gibt es ja in fast jedem Discounter mittlerweile, bei Lidl, ich meine bei Norma gibt es die vielleicht sogar schon, bei Lidl gibt es die aber sicher. Diese Zink-Vulkane, diese Schweizer Vulkane, das sind halt auch so welche und die kann man halt für 9,99 beim Aldi kaufen, gibt es vier Stück. Genau. Dann haben wir einen Artikel, den gab es letztes Jahr schon, die Screaming Grizzly. Das ist eine 300-Schuss-Heuler-Batterie für 8,99. Wenn man sich jetzt den Sonderpreis-Baumarkt anschaut, der bietet das für um die, ich glaube, 6 Euro waren das, bietet er das an. Da finde ich das schon etwas teuer. Aber wenn die Schussfolge sehr schnell ist, dann kann man das alle mal machen, auf jeden Fall. Solche Heuler-Batterien finde ich selber immer ganz gut. Aber beim Sonderpreis-Baumarkt zum Beispiel ist diese Batterie billiger. Okay, dann haben wir was ganz Interessantes. Hier die Wolfblood für 8,99 mit 16 Schuss und das ist die ehemalige Toronto. Eine sehr geile Batterie, die ich auch jedes Jahr immer in meinem Sortiment dabei habe und auch jedem von euch empfehlen kann. Für den Preis wirklich unschlagbar. Die Frage ist nur, ob sie sich irgendwie verändert hat oder gleich geblieben ist. Also Wolfblood ist die Toronto. So, dann haben wir die Guardian. Die Guardian ist auch sehr interessant, es ist eine Neuheit 2016 und das ist die neue Toxic, die Veko Toxic, auch für 8,99 mit 64 Schuss. Dann haben wir die Mystic Moments für 6,99. Ich habe erst gedacht, das ist die alte Sevilla, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Sevilla, ist sie aber nicht, weil sie von den Schüssen her nicht herkommt. Die Sevilla hat nämlich 60 Schuss und die Mystic Moments hat 45 Schuss. Also kommt das leider nicht hin. Genau. Dann haben wir das Percival Batterie für 6,99 mit 72 Schuss. Das ist die ehemalige Barcelona. Die müsste eigentlich auch jeder kennen. Gut. Dann haben wir Pyro Superstars, ein Jugendsortiment, das gibt es auch schon ewig. Dann das Merlin Triple Effect Fontänen Feuerwerk, das ist die ehemalige Palermo. Eine sehr geile Fontänenbatterie, die ich auch nur empfehlen kann, macht sehr Spaß. Meiner Meinung nach der Konkurrent von der Laser, aber die ist auch richtig gut. Ich finde die teilweise sogar besser für 2,99. Dann haben wir das Big Bang Böller Sortiment.
50-teilig für 1,99 und das ist das alte Hunan-Set. Das müsste auch jeder kennen. Ein super Böller-Set für 1,99 kann man nicht meckern, kann man immer mitnehmen. So, das gleiche für das Thunder Cube, das ist das Taipei, das ehemalige mit den 6 kubischen Kanonenschlägen. Der Name hier ist gleich geblieben, das ist die Excalibur für 19,99, auch bekannt unter dem Namen Dicke Bertha oder Casino Royale. Meine most hated Batterie, ich mag die absolut gar nicht, finde die so langweilig. Und wer auf schnelles Feuerwerk steht, der sollte sich diese Batterie hier nicht holen, weil die ist sehr langsam. Die schießt zwar 2 Minuten lang, aber die Abstände sind einfach zu lange, finde ich. So, dann haben wir das Camelot. Und das müsste das Berlin Familiensortiment sein. Die haben hier einen kleinen Fehler gemacht. Hier steht, es ist 45-teilig. Das Berlin ist zwar 47-teilig, aber wenn man sich die Artikel hier mal ein bisschen genauer ansieht, ihr werdet das wahrscheinlich nicht sehen können, dann müsste das das Berlin-Set sein. Das kommt preislich auch identisch, also für 18,99. So, dann haben wir hier das Golden Kingdom, ein Verbundsfeuerwerk für 29,99 und über dieses Verbundsfeuerwerk konnte ich auch nichts herausfinden, absolut gar nichts, es wird nur spekuliert, kann aber nichts sicher sagen, leider. Dann haben wir das Ironheart für 24,99 mit 103 Schuss, das ist der alte Lissabon-Verbund und das ist ein Verbund bestehend aus der Hotspot, der Sky Action und der Alligator. Also eigentlich auch immer im Sortiment beim Aldi, immer dabei. So, dann haben wir das Lancelot. Und das ist das Raketensortiment Rio für 17,99. Dann als nächstes haben wir die Art of Light. Das ist ein Leuchtsortiment, ein großes, 17-teilig für 99 und das ist das Milano. Also das müsstet ihr auch kennen, das Milano. Da gab es ja immer Milano und Montreal und das ist hier das größere Angebot gewesen. Genau, das Milano. So, dann haben wir das Familiensortiment Avalon für 9,99 und dabei handelt es sich um das ehemalige Familiensortiment Paris. Mit schönen Einzelteilen, schönen Raketen mit drin. Für den Preis kann man da echt nicht meckern. Also wirklich super. Auch jahrelang schon im Sortiment bei Aldi. Und dann haben wir das Ivanhoe Raketensortiment, 8-teilig für 9,99 und das ist das ehemalige Sydney. Das solltet ihr auch kennen. Gut, dann ein anderes Leuchtsortiment und zwar das Braveheart für 6,99, das ist 60-teilig und dabei handelt es sich um die Montreal oder um das Montreal-Set. Auch ein super geiles Set, was ich auch jedes Jahr immer kaufe, weil es einfach Spaß macht, weil die Mischung einfach super ist und weil es preislich ja geht. Also ich nehme es immer mit, ich finde es gut. Okay, dann haben wir hier eine Batterie, die nennt sich Witchcraft. Für 13,99 mit 104 Schuss, eine XXL Kometenfächerbatterie. Klingt erstmal sehr interessant. Also aus meinen Recherchen, sage ich jetzt mal, konnte ich über diese Batterie absolut nichts finden. Das ist total unbekannt und man spekuliert gerade einfach nur und ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Also Aldi scheint wirklich neue Artikel hier ins Sortiment mit reingenommen zu haben. Das finde ich geil. Dann haben wir das Black Knight. Hier steht Raketenbatterie, das ist absoluter Quatsch. Das ist ein größeres römisches Licht. Unter dem alten Namen Seattle, heißt jetzt Black Knight, für 7,49, 210 Schuss. Also eine römische Lichterstange, sage ich jetzt mal. So, dann haben wir hier noch was mega Interessantes. Und zwar das Galahad Raketensortiment für 4,99 mit 6 Raketen. Und wenn man da mal genau hinsieht, sieht man, dass das Treiberraketen sind. Ja, was für Raketen könnten das sein? Wenn man dem Preis nachgeht, könnten es eventuell, ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Das sind Spekulationen. Hoffe einfach mal, dass es auch Zerlegerraketen sind. Aber das sind definitiv Treiberraketen hier auf dem Bild. Ja. Dann haben wir Partycracker, braucht man nicht, sind Knallbonbons, Stimmungskanonen, es ist Tischfeuerwerk. So, hier nochmal interessant, das Sentinel-Verbundsfeuerwerk.
Und dabei handelt es sich um das ehemalige Venezia-Verbundsfeuerwerk, bestehend aus einer Bloody Mary, einer Decathlon und einer Maniac. Für 19,99. Auch ewig schon in diesem Sortiment enthalten bei Aldi. Und immer wieder wird immer wieder gut gekauft eigentlich. Und die Verbünde generell bei Aldi finde ich eigentlich nicht schlecht. Also die haben da echt gutes Zeug dabei. Gut, und als vorletzter Artikel, was könnte das sein? Viele denken sich jetzt, oh, wo ist die Reno, wo ist die Poison? Das ist die Reno, das ist die Poison. Die heißt dieses hier Artus. Ein sehr komischer Name, aber damit müssen wir uns leider jetzt, ja, wie sagt man, damit müssen wir uns jetzt leider abfinden. Die Reno für 2,99, immer wieder ein Klassiker, immer wieder dabei beim Einkauf, wird immer wieder öfter mitgenommen und Preis-Leistungs-Verhältnis einfach super mega gut. Für die, die es jetzt nicht kennen, aber ja, die Reno, die Poison heißt jetzt Artus, zumindest bei Aldi Süd. Und dann haben wir hier noch Riesenwunderkerzen. So Leute, das war es eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen helfen. Vielleicht haben einige Leute von euch das noch nicht gesehen. Ich dachte mir, ich zeige es jetzt einfach nochmal und sage meine Meinung dazu. Habe mich da jetzt einfach mal hingehockt und habe einfach mal geschaut, welche Artikel was sind. Und es ist leider schade, weil die Sevilla und das Verbundsfeuerwerk Chicago bzw. Metropolis gibt es leider nicht mehr. Wenn man jetzt nach dieser Liste geht, gibt es die beiden Sachen nicht mehr. Und das finde ich echt schade. Das Chicago hatte ich letztes Jahr zum Beispiel, kommt auch bald online auf meinem Kanal. Und das fand ich wirklich ein super geiler Verbund. Aber naja, wir müssen einfach mal gespannt sein, was noch so kommt. Auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß mit den folgenden Videos. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und lasst mir einen Kommentar da und haut rein.